Hallihallo, ihr Lieben. Es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Wir müssen hier am Schutzwall noch ein, zwei Quests abgeben, glaube ich. Ja, genau. Unter anderem müssen wir mit der Halbmond noch sprechen. Und genau mit dem, wer war denn das hier eigentlich nochmal das ist Dina, ne? Ja, klar. Das ist diese, ja, Zauberin, I don't know. Genau, das sind beide hier. Rettet die Gefallenen, genau, habt Danktauchen, ich werde den Dienst, den ihr der Horde geleistet habt, in meinem Bericht erwähnen. Diese Truppen werden in kürzester Zeit wieder kampfbereit sein. Hier liegen sie auch, die drei, seht ihr? Drei Stück hier, verletzte Krieger. Gut, was habt ihr da tauchen? Sehen wir uns das mal an. Das Glück ist uns hold. Gorats Blut war noch frisch genug, sodass ich ein besonderes Ritual durchführen konnte, das mir als Kind beigebracht wurde. Verwendet dieses angereicherte Blut auf Gorats Leichnam, um seinen dort noch immer wandelnden Geist zu beschwören. Erweist ihm diesen letzten Dienst, dann kehrt hierher zurück und berichtet Kadrak, mögen die Geister euch schützen. So, ich habe mir schon sowas Ähnliches gedacht. Ich wäre schon sehr, sehr, sehr verwundert gewesen, wenn es in die Richtung gegangen wäre, dass wir den hätten wieder zum Leben erwecken können. Wobei auch das irgendwie nicht komplett unwahrscheinlich ist, wenn man sich mal überlegt, wir ja auch sterben können und uns beim Geisterheiler wiederbeleben können. Aber irgendwie scheint die Unsterblichkeit tatsächlich nur für die Helden hier vorbehalten zu sein. Ich denke, wenn wir mal ins laufende Geschehen nachgucken, der König von Sturmwind ist auch gestorben. Ja, also anscheinend gilt diese Unsterblichkeit wirklich nur für die echten Spieler, für die Helden, wenn man es so mal sagen möchte. Ich bin außer Reichweite. Diese Quest ist übrigens, glaube ich, auch schon älter, wenn ich mich recht entsinne. Ich würde es jetzt nicht beschwören, aber ich könnte mir... Ich habe in Erinnerung, dass es die auch schon damals gab. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich damals diese Quest auch gemacht habe und hier in der Umgebung Ewigkeiten nach diesem Leichnam gesucht habe und den nicht gefunden habe, weil, ja, der ist halt auf den ersten Blick vergleichsweise unscheinbar. Ja, das ist hier. Ist es der hier? Ist es der hier? Nein, es ist er hier, weil es halt auch ein Ork ist. Und hier liegen halt auch einige Ork-Leichname rum, auch Auftragsmörder sehe ich gerade. Warum sind hier so viele Auftragsmörder? Na gut. Der leblose Körper des Orks reagiert nicht mehr. Gut, dann nehmen wir die Fiole, zack. Hallo, Gorats Geist? Da ist er ja. Ich danke euch. Ich hätte keine Ruhe finden können, ohne zu wissen, dass meine Mission vollendet ist. Und dass das Opfer meiner Männer gerecht wurde. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ich spüre, dass die Zeit knapp wird. Bleibt in meiner Nähe und haltet euch zum Kampf bereit. Er kann ja wohl nicht sterben. Er ist ja ein Geist. Obviously. Also wenn der hier gleich irgendwie Schaden nimmt, dürfte allerdings auch entsprechend nicht fighten können. Erklär mir mal jemand, warum der jetzt hier so lang schleicht. Ja, er könnte doch auch ganz normales Tempo haben. Hauptmann Ilen Dilat verbirgt sich auf der vor uns liegenden Insel und erteilt feige Befehle an seinen Untergebenen. Er muss fallen. Auf der Insel da? Ernsthaft? Er kann doch bestimmt übers Wasser gehen. Was ist jetzt? Zeigt euch, Elfenfeigling. Stellt euch ehrenvoll eurem Tod. Und er schießt einen Pfeil ab und da hinten ist er. Hauptmann Elendilat. Okay. Wie viele Male muss ich euch noch töten lassen, Ork? Oh, er macht Klingensturm.
Das ist nicht schön. Execute. Bam. Tja, das war's. Seid verflucht, ihr Ungeziefer. Dieser Wald gehört den Kaldorei. Okay. Das war's. Gorats Geist kann auch nicht mehr mit mir kommunizieren. Das heißt, es ist jetzt wohl vorbei. Vorbei, ja, ja. Bogenschütze, Bogenschütze. Können wir jetzt einfach die Quest zurück abgeben, ne? Ich wollte mal gucken, ich wollte eigentlich gucken, wie es mit der, ob die Quest jetzt fürs Eschental oder fürs Brachland zählen, aber es müsste definitiv Eschental sein. Aber was war eigentlich mit dem... Achso, das haben wir schon fertig. Quest zum nördlichen Brachland, okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch die Gewissheit, dass wir hier, wirklich alles abgeschlossen haben auch. 23.03.18, ja. Schön, schön, schön. Gut gemacht, Tauren. Der Hauptmann der Elfen ist tot und die Seele eines unserer geliebten Brüder ruht nun in Frieden. Ich werde die Kunde von euren Taten an meine Vorgesetzten in Orgrimmar weiterleiten. Kadrax Brustplatte. 3 Stärke, 5 Ausdauer, 5 Crit. Crap. Und hier haben wir eine Fortsetzungsquest. Trun oder Trun. Gut Holz. Kadrak hat gerade neue Befehle für unsere Truppen erhalten. Mir ist zu Ohren gekommen, dass wir mit dem Angriff auf Eschental beginnen. Ich habe viel zu wenig Vorräte, um einen Angriff zu unterhalten und meine Lieferung aus Orgrimmar ist noch immer nicht eingetroffen. Ich bin gezwungen zu improvisieren und könnte eure Hilfe gut gebrauchen, Krieger. Sprecht mit Kadrak und fragt ihm nach den Zügeln von Brutusk. Der Kodo wird euch zum Lager des Kriegshymnen-Clans tragen. Sobald ihr dort seid, sucht nach Gorka und bittet sie, euch mit Baumstämmen zu beladen. Auf bald. Na gut. Trun benötigt Holz aus dem Lager des Kriegshymnen-Clans. Ich brauche Brutusk, um es zu transportieren. Nicht Brutus, sondern Brutusk. Nun gut, Krieger, aber seid vorsichtig. Brutusk kann sehr temperamentvoll sein. Wo ist er denn? Brutusk, da ist Brutusk. Und da kommt schon wieder eine Karawane von Crossroads. Brutusk, auf geht's, mein Freund. Jetzt müsste man hier die Melodie die Tauchenmelodie einfügen. Ich werde mir mal gucken, ob ich das jetzt hier mache. Ob ich dann vielleicht Copyright-Probleme bekomme. Aber vielleicht hört ihr jetzt die Tauchenmusik, die ich meine. Oh, hier links und rechts viele Adern. Hier und hier, Kupferader, Kupferader. Kodos sind schon schöne Tiere. Muss gleich zurück, um mir die Minen zu holen. Und wie hat jetzt der Kodo hier irgendwelche Probleme gemacht? Null Probleme. Er war friedlich wie ein Lamm. Friedlich wie ein Lamm. Oh. Früher waren die mal komplett invisible. Und man hat sie erst gesehen, wenn sie dich wirklich angegriffen haben. Hier habe ich das Viech gerade tatsächlich vorher schon gesehen. Und jetzt fällt mir gerade ein, wo ich diesen Geistwolf, Geisterpfoteneifer sehe. Es gibt im Eschental, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und das immer noch up-to-date ist, mehrere, ich weiß nicht mehr, ob sie Elite sind, aber es sind besondere Wildtiere, die auch am Namen her erkennbar sind und sich als solche ausgeben. Dass man sieht, es ist nicht irgendwie so ein casual Waldbär oder sowas oder eine Waldspinne. Die sind besonders... Und diese Wildtiere droppen Drop-Quests. Das heißt, sie droppen ein Item, das kann ich rechtsklicken annehmen und dann muss ich irgendeine Trophäe von diesem Wildtier, ich glaube es sind Trophäen, zu einem Spieler bringen und zu einem NPC bringen und dann gibt's einen Questerfolg. Ich bin mir jetzt in zweierlei Hinsicht nicht sicher. Zum einen in der Hinsicht nicht, ob es eventuell diese Quest schon längst nicht mehr gibt und entsprechend auch diese Wildtiere nicht mehr. Und die zweite Problematik, die ich hier gerade für mich feststelle, ist die, ob das vielleicht nur eine Allianz-Only-Quest war. Weil diese Quest habe ich definitiv nur als Allianz-Charakter abgeschlossen.
Nun gut, aber wir werden es früher oder später sowieso sehen, wenn es diese Tiere überhaupt noch gibt. Ja. Hier, das könnte es sogar sein. Sharptalon. Wartet mal, da möchte ich noch mal eben kurz hingehen. Bevor ich jetzt hier... Na kurz, die Quest kann ich eben kurz abgeben und annehmen. Sharptalon. Wer bedient denn eigentlich den Kran? Ich sehe da keinen Kranführer. Komisch. Loktaoga. Was für ein Auftritt, Tauchen. Was kann ich für euch tun? Willkommen, Krieger. Es ist schön zu sehen, dass die Straße zum Schutzwall von Morshan frei bleibt. Trun braucht Holz, wie? Normalerweise könnte ich ihm welches liefern, aber nicht heute. Durch die ständigen Angriffe der Elfen ist das Holzschlagen zu einem gefährlichen Unterfangen geworden. Meine Peons sträuben sich und wagen sich nicht in den Wald. Ihr wollt Holz? Dann überzeugt die Peons, ihre Arbeit wieder aufzunehmen und sorgt dafür, dass ihnen nicht zustößt. Ich kann es mir nicht leisten, noch weitere zu verlieren. Na gut. Peons zum Arbeiten zwingen. Ich nicht sterben für ein bisschen Holz. Na komm schon, mein Freund. Ihr hackt und ich beschütze euch vor den Elfen, in Ordnung? Ihr aufpassen, Tauern. Die Elfen sind überall. Jetzt ist die Frage, ob der Erste hier 20 Kilometer weit marschiert. Okay, er geht zu diesem Holz. Zu diesem Stamm. Wird er wahrscheinlich angegriffen, muss ich die Elfe töten. Und das 5-mal, oh for fuck's sake. Ich euch vertrauen, lasst mich nicht sterben. Hier ist doch niemand. Was ihr wolle. Ich beschäftige. Wo war das Problem? Hier, bitteschön, Tauchen. Haut er nochmal? Ne, haut er nicht nochmal zu. Gut, aber ich wollte jetzt sowieso. Ja, das ist sie. Schafkralle. So, und jetzt werden wir es sehen. Ich muss noch. Droppt das Viech eine Drop-Quest? Oder ist es Allianz-Only? Ja, sie droppt es. Der mächtige Hippogriff Schafkralle wurde getötet und die Klaue der erschlagenen Bestie dient als Beweis für euren Sieg. Senani Donnerherz in der Silberwindzuflucht wird zum Beweis eurer Tat sicher gern diese Trophäe sehen wollen. Es könnte bei so auch sein, dass es eine neutrale Quest ist. Das heißt, sowohl für Allianz und für Horde abschließbar. Aber. Das ist hier only Horde-Gebiet, glaube ich, oder? Ach, ich weiß es auch nicht. Das ist alles so durcheinander. Meine Gedanken sind sowieso komplett durcheinander. Jetzt. Man verwechselt alles irgendwie. So Horde und Allianz kommt man immer durcheinander. Und weil man halt beides jetzt irgendwie kennt. Es ist schwierig, da irgendwie noch den Überblick zu behalten. Was ihr wolle. Na, der wird wahrscheinlich zu diesem Baum gehen. Hm, ihr nicht sehr stark aussehen, aber in Ordnung. Boah, was ist das denn für eine Unverschämtheit? Wie kann man denn bitte stärken? Guck mich mal an, Junge, hier. Ich sehe nicht stark aus, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Und bis jetzt ist hier nie jemand angekommen. Das ist zu weit entfernt. Um die Peons mal anzugreifen. Das ist eine Quest, die Zeit kostet. Also wenn man darum spielen würde, möglichst schnell Level, Max Level zu erreichen, dann wäre diese Quest eine, die man, wenn es irgendwie möglich wäre, dodgen würde. Weil alleine diese 10 Sekunden, die da braucht, um zu dem Baum zu kommen, seinen komischen Dialog da zu halten, seinen Monolog, und da passiert hier nichts. Der haut dann nochmal 10 Sekunden auf den scheiß Stamm und lässt dann hier so einen scheiß Holzstapel spawnen. Das ist schon scheiße für eine Speedquest. Das ist schon. Da schaffen wir normalerweise in der Zeit, in der wir jetzt diese eine Quest hier machen, normalerweise schaffen wir in der Zeit gefühlte 20.000 Quests, ja. Also gefühlt wohlgemerkt. Einsatz von Hyperbeln wird ja wohl gestattet sein. So einen brauchen wir nämlich danach noch. Für was für ein Ork ihr mir halten?
Die Peons sind übrigens nicht besonders einfach zu erkennen, weil die ziemlich gut mit dem Boden verschmelzen. Also rein optisch. Nicht ein einziger Elfenangriff in der Zeit, in der wir hier sind. Nicht ein einziger. Just saying. Zuck, zuck. Sogar ein weiblicher Peon. Ich dachte immer, Peons sind männlich. Gut. Liebe Leute, das war's. Dann mache ich jetzt hier, an dieser Stelle, nachdem ich die Mine eingesammelt habe, denn die kann ich jetzt hier nicht liegen lassen. Nicht, wenn sie mir so ins Gesicht springt. Gut. Liebe Leute, ich mache an dieser Stelle Pause. Wir hören uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Part wieder. Und ja, bis dahin, macht's immer gut und ciao.